Von hier oben, es sieht toll aus, wenn man heute durch die Stadt geht und sieht, dass sich tausende Menschen diesem Nazi-Spuk entgegenstellen. Tausende Menschen, die heute in Fulda deutlich machen, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Der faschistische Dritte Weg will heute in Fulda die Stadt als Bühne nutzen, um die Geschichte umzudeuten und die Toten des Zweiten Weltkrieges erneut zu entwürdigen. Dazu werden wir nicht schweigen. Denn es war der Hitlerfaschismus mit den Terrorangriffen auf Guernica, auf London und auf Coventry, die ein unsagbares Verbrechen begangen haben, beteiligt mit der deutschen Wehrmacht. Und all das hat erst zur totalen Niederlage des Dritten Reichs geführt. Und der Versuch, diese Geschichte umzudeuten, das werden wir gemeinsam nicht zulassen. Es ist beschämend, dass wir dem rechten Terror, dass die Gerichte dem rechten Terror den Weg durch diese Stadt ermöglicht haben. Heute marschiert mit dem Dritten Weg Rechtsterroristen durch Fulda, zu denen es nachweislich Verbindungen auch zum NSU gab und die verantwortlich waren für eine noch nie dagewesene Mordserie in Deutschland. Der Dritte Weg propagiert offen nationalsozialistisches Gedankengut. Und diese Mitglieder der Partei sind verantwortlich für Gewalt gegen Geflüchtete, gegen Migranten, auf Antifaschisten und auf alles, was nicht ihrem deutschen Deutungsmuster entspricht. Diesen Faschisten dürfen wir nicht noch einmal die Straße überlassen, liebe Freundinnen und Freunde. Hier mit gutem Recht, und das sage ich in doppelter Hinsicht, wir stehen hier mit gutem Recht, weil in der hessischen Verfassung steht sehr eindeutig geregelt, das Recht auf freie Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit, sowie das Recht auf Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke, darauf darf sich nicht berufen, wer den verfassungsgemäßen Zustand angreift oder gefährdet. Und genau das tut der Dritte Weg, hier 100 Meter entfernt. Und wenn es die Gerichte und die Polizei nicht können oder wenn sie es nicht wollen, der hessischen Verfassung an dieser Stelle Geltung zu verschaffen, dann ist es unsere Aufgabe, entschieden gegen diesen braunen Spuk entgegenzugehen und uns dem entgegenzustellen. Und deshalb begrüße ich euch heute als das, was ihr nämlich wirklich seid. Ihr seid der einzig wahre Verfassungsschutz. Wir werden es nicht zulassen, dass die Neonazis Menschen bedrohen oder angreifen, weil wir sind unteilbar und wir sind mehr. Deshalb lasst uns heute gemeinsam zeigen, in Fulda ist kein Platz für den Dritten Weg und auch kein Platz für andere neofaschistische Parteien. Fulda ist und bleibt weltoffen, bunt und tolerant. Liebe Freundinnen und Freunde, kein Fußbreit in Faschismus!